So, hallo und herzlich willkommen. Es ist soweit, die neue Operation ist da, und zwar ist es Operation Wildfire und natürlich auch die neue Kollektion an Skins ist da und die will ich jetzt einfach mal mit euch kurz durchgehen. So, wir fangen mal ganz unten an. Hier gibt es eine neue USPS, Lead Conduit, wie auch immer man das ausspricht. Ja, ist jetzt halt blau, ist nichts Besonderes. Schöne Verzierungen, aber naja. Passt soweit. Eine Tech 9 Jambia. Fahre ich jetzt auch nicht so krass. Ist so ein bisschen die Farben, so ein bisschen defensiv. Eine neue Scout. Ja, auch nicht so der Hammer. Also, ich habe jetzt auch, ich gucke sie gerade wirklich das erste Mal durch. Dennis war so nett und hat mich gerade noch angerufen, bevor ich auf Arbeit gegangen bin. Und hier Lapis Gator finde ich ganz cool von der Farbe her, das Blaue. Müsste man mal gucken, wie die dann in-game rauskommt. Neue Dual Berettas Kartell. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Eine Bison Photic Zone. Komische Namen haben die auf jeden Fall. Könnte interessant sein von den Farben her. Müsste man dann auch mal in-game anschauen. Aber ist jetzt auch nicht so der Hammer. Also nichts so Spezielles. Die MP7 Empire ist ganz cool. Die könnten mir ganz cool gefallen. Auch wenn die Richtung, gab es schon eine, die so hellblau war. Aber ist ganz okay, ja, aber auch jetzt nicht so krass Besonderes. Die Praetorian M Max 7. Ja, ist jetzt auch nichts Besonderes. Clock 18 Royal Legion. Können in-game ganz cool sein, wenn die schönen Verzierungen rauskommen. Aber auch nicht so der Hammer. Triumvirate. Alter, das sind echt komische Namen. 5-7 feiere ich jetzt gar nicht irgendwie. Famas Valence. Die finde ich ganz cool. Also auch eine, wahrscheinlich sogar einer der besten Famas-Skins, würde ich jetzt mal so kalt raus behaupten. Gefällt mir relativ gut. Die werde ich, denke ich, auf jeden Fall spielen. Eine Nova Hyper Beast. Okay. Finde ich, naja. Hat mich jetzt auch nicht so wirklich vom Hocker. Hyper Beast ist jetzt ja auch schon ein paar Mal auf dem Skin aufgetaucht. Aber hier finde ich es irgendwie ein bisschen peinlich, auf der Nova das drauf zu klatschen. Und dann sind wir bei Desert Eagle Kumicho Dragon. Die finde ich jetzt zum Beispiel extrem geil. Die gefällt mir richtig nice. Ich wette, die würden Chico richtig gut gefallen. Der geht ja auch gerade richtig gut rein bei ihm, die Deagle. Bei mir leider gar nicht, deswegen finde ich es ein bisschen schade. Gucken wir mal, ob ich sie dann wieder ein bisschen öfters spiele. Auf jeden Fall kommt der Skin richtig geil. Eine neue AWP Elite Build. Weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was ich von halten soll. Es ist ein pinker Gegenstand, aber Elite Build war ja die erste blaue AK, wo eigentlich relativ gut aussah, aber auf der AWP fahre ich den Skin jetzt irgendwie nicht ganz so krass. Und dann kommen wir jetzt zu den roten Gegenständen M4 AFI, der Battlestar. Ist irgendwie ultra, keine Ahnung, feiere ich jetzt gar nicht. Also da war jetzt die Royal Paladin von der vorigen Kollektion um einiges geiler. Und das ist hier wieder so wahrscheinlich die Desert Strike und wird wahrscheinlich auch wieder der günstige Skin werden, eventuell. Wer weiß, wie es sich entwickelt. Und dann haben wir die AK-47 Fuel Injector. Die ist Gold, die sieht ganz cool aus. Schöne Verzierungen, so ähnlich wie die Kartell, aber eben ein bisschen mehr Farbe. Da bin ich echt mal gespannt drauf und die könnten wir auch mal auf jeden Fall mal reinspielen. Auf jeden Fall eine nette Geschichte. Und dann gibt es noch was Tolles. Es gibt ein neues Knife. Das Bowie Knife. Da gehen wir auch noch schnell mit durch. Urban Mask. Ja, wie immer halt. Urban Mask. Stained. Sieht ganz okay aus. Halt so standardmäßig. Standard-Look. Slaughter sieht hier, finde ich, extrem geil aus von der Form. Kommt halt die Form extrem geil rüber. Und das Slaughter-Pattern. Richtig sexy auf jeden Fall. Surged. Sieht scheiße aus, wie fast immer. Safari Mesh, sagt man jetzt auch nicht viel dazu. Knight gefällt mir generell auch nicht so. Aber ist ja meistens relativ viel wert. Forest TTP-Tipp finde ich hier zum Beispiel auch richtig nice. Fade, ja, kann man angucken. Crimson Web,
Ja, Slaughter feiere ich da mehr. Case Hardened kommt natürlich immer aufs Pattern drauf, kommt bestimmt richtig geil, wenn man hier so ein Full Blue hätte. Boreal Forest, Blue Steel und das Vanilla Knife. Jo, also definitiv das Slaughter am fettesten. So, jetzt es gibt natürlich noch, kommen heute Nachmittag oder Abend noch Videos zu der neuen Operation raus. Ich bin mal gespannt, was es alles gibt. Die neue Kollektion, muss ich sagen, feiere ich jetzt. Ist, glaube ich, die erste Operation, die erste Kollektion, wo ich insgesamt ziemlich enttäuscht bin, muss ich jetzt sagen. Also die AK ist auf jeden Fall nice. Die Desert Eagle ist nice. Die FAMAS ist nice. Aber sonst, die MP7 kann man noch spielen. Aber ich bin so im Ganzen generell ein bisschen enttäuscht davon. Ein bisschen einfallslos teilweise. Ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ob ihr die Sachen feiert und was euch am besten gefällt, welcher Skin. Und auch das gleiche zu den Knives. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich mir noch ein paar Kisten kurz hole und die noch öffne. Wenn ja, schaut auf jeden Fall das nächste Video auch noch rein. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, gebt einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, welcher Skin euch am besten gefallen hat. Und dann sagen wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.